Seit einigen Wochen sprechen wir darüber, dass wir über unsere Sinne wachen müssen. Heute gehen wir weiter und sprechen über die Ohren. Was wir hören, verändert uns, verändert unsere Gedanken. In diesem Video möchte ich kurz über das Thema Musik sprechen und besonders über die sogenannte christliche Musik, die in den meisten Adventgemeinden gesungen wird. Es wird leider charismatische, weltliche, sensuelle, frivole Musik gesungen. Die Musik ist nicht neutral, sondern sie beeinflusst uns sehr. Ich möchte Ihnen einige Abschnitte aus dem Buch Ruf an die Jugend von Ellen G. White aus dem Kapitel Missbrauch der Musik präsentieren. Ich zitiere: Um ein gewisses Haus lagen sich Engel. Die Jugend ist dort versammelt. Es ertönt Musik vieler Stimmen und Instrumente. Wohl haben sich dort Christen versammelt, aber was ist zu hören? Gesang, frivole Lieder kann man hören, die in einen Tanzsaal passen. Bedenkt, heilige Engel ziehen ihr Licht zurück und tiefes Dunkel wird sich in diesem Hause ausbreiten. Die Engel wenden sich ab. Trauer ist auf ihrem Antlitz. Und seht, sie weinen. Dies beobachtete ich wiederholt im Gesicht. Ich sah es mehrmals in den Reihen der Sabbathalter, besonders in Musik füllte die Stunden aus, in denen gebetet werden sollte. Musik wurde zum Götzen, dem viele bekenntliche Sabbathalter in häuslichen Veranstaltungen dienen. Satan ist durchaus kein Gegner der Musik, wenn er sie als Mittel gebrauchen und durch sie Zugang zu den jugendlichen Seelen gewinnen kann. Alles dient seinen Zwecken, wenn der Geist von Gott abgewandt wird und die Zeit, die zum geistlichen Dienst bestimmt ist, von ihm in Anspruch genommen werden kann. Er wirkt durch die Mittel, die den stärksten Einfluss ausüben und zahlreiche Seelen in angenehme Betörung versetzen, die sie unter seine Macht zwingt. Bei Verwendung zum Guten ist Musik ein Segen. Leider wird sie oft zum erfolgreichsten Mittel Satans und zu einem Seelenfänger gemacht. Bei solchem Missbrauch führt sie zu Hochmut, Eitelkeit und zum Laster. Wenn sie an die Stelle von Frömmigkeit und Gebet gesetzt wird, wird sie zum furchtbaren Fluch. Junge Menschen versammeln sich zum Gesang und obwohl sie bekenntliche Christen sind, machen sie häufig ihrem Herrn Unehre und schänden ihren Glauben durch leichtfertige Unterhaltung und durch die Auswahl ihrer Musik. Geistliche Musik entspricht nicht ihrem Geschmack. Ich wurde auf die reine Lehre des Wortes Gottes hingewiesen, die sie unbeachtet gelassen hatten. Im Gericht werden alle diese von Gott eingegebenen Worte diejenigen verdammen, die sie in den Wind geschlagen haben. Zitat Ende. Weiterhin präsentiere ich Ihnen zwei weitere Abschnitte, die Sie auch im Bild sehen können. Ich zitiere: Der Herr hat mir gezeigt, dass die Ereignisse, die sich in Indiana zugetragen haben, sich kurz vor dem Abschluss der Gnadenzeit wiederholen werden. Viel Unsinniges wird sichtbar gemacht werden. Mit Trommeln, Tanzen und Musizieren wird man sich laut gebärden. Die Empfindungen vernunftbegabter Wesen werden in solche Verwirrung geraten, dass man ihnen keine richtigen Entscheidungen zutrauen kann. Und all das wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist bedient sich nie und nimmer Methoden, die an den Lärm eines Irrenhauses erinnern. Das ist eine Erfindung Satans, der auf diese Weise die reine, echte, erhebende, veredelnde und heilige Wahrheit für unsere Tage unwirksam machen will. Tobender Lärm verletzt das Gefühl und verkehrt das, was ein Segen sein könnte. Würde es richtig dargeboten, ins Gegenteil. Die Handlanger Satans erzeugen Getöse und Lärm wie bei einer Karnevalveranstaltung und bieten das als Wirken des Heiligen Geistes an. Wer an solchen angeblichen Erweckungen teilnimmt, empfängt Eindrücke, die ihn vom rechten Wege abirren lassen.
Sie können nicht mehr von dem reden, was sie angeblich als biblische Grundsätze erkannt hatten. Zitat Ende. Bis nächstes Mal wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Gott mit uns.